Hallo und willkommen zu dem End, zu der Endtour, sag ich jetzt mal, von dem Projekt des MOMLP Build and Play Number One. Und ja, der liebe Trek nickt da schon wie so ein wilder Depp. Wackel, Ja, dackel. und zwar das Build and Play war unter dem Motto 50 Stunden für eine 50x50 Fläche, wie man hier die ersten Gebäude auch sieht. Und ja, wir sind jetzt nach diesen 50 Stunden, mittlerweile 52 Stunden später. 53 sogar. Ja, und wir wollten jetzt einmal eine kleine Raumtour machen. Das heißt, hier dieser Trecken, der mit aufnimmt oder nicht aufnimmt? Nee, ich nehme nicht mit auf. Nee, dann der DJ Mummel. Ja, der nimmt auf. Ah, gut. Ich habe meine Endtour Dann der schon. JDGZRUFGHSDGZF. Alias Don Marci, genau. Alias der Mexikaner. Nein, ich hau dich kaputt. Irgendwann. Ja, und wir Salens. Und ja, am Ende gab es halt eine kleine Abstimmung. Wenn ich dran denke, kann ich einfach mal das Dokument verlinken. Kriegt ihr dann auch noch einen Link? Denn ja, könnt ihr ja auch einfach mal Abstimmung machen. Das heißt, es wurde auf Aussehen, auf Thema und so weiter bewertet. Das Thema hieß, Future ja, und Villa. Villa und der Stil Zukunft, was so einige anders interpretieren als ich. Ich ja, auch ich, also auch als ich. Ja, weil im Endeffekt Zukunftsvilla kann ja nicht alles sein, was Im Grunde irgendwie genommen, bei unseren Gebäuden die meisten nicht als Villa ansehen. Aber egal, wir fangen jetzt hier an, einmal mit dem letzten Platz. Das war Durchschnitt von 2,66 Punkte, was sehr, sehr gut ist. Das ist einmal von Daniel Master und von Mr. Gargoyle und XYZ. Irgendwen anders, weil ich stehe jetzt hier noch Handyman dran. war's. Genau, Handyman. Ja. Fangen wir einfach mal an, einmal von außen ein bisschen gucken. Wir können es Ihr ja könnt nach, ja alle wir können ja mal fliegen. nach den Kriterien so abfliegen. Ist eine gute Idee. Gefällt mir. Wenn du mal kurz einen Bogen aufmachen kannst und ihn Aber vorlesen kannst. natürlich, das habe ich sofort gemacht. Und zwar haben wir als erstes, also wenn wir das mal, wir können ja mal zu jedem Punkt nochmal was sagen. Also erster Punkt wäre dann halt, entspricht das Bauwerk das Thema? Das würde ich bei dem hier nicht sagen. Das sieht Willst eher du nach da Rom was zu aus. sagen oder? Also ich persönlich empfinde es erstens nicht als Villa. Und zweitens auch nicht wirklich Zukunft. Finde ich, also es hat mehr was vom Römischen. Ja, so rustikal alt und So so weiter. vom Römischen wegen den Säulen hier, die dicken. Und auch dieses Dach denn da auch gut. Was Einzige, was so für mich auch in Richtung Zukunft geht, ist halt das Glasdach. Aber das Ja. war's auch so ein bisschen, finde ich. Und hier vorne die Brunnen, okay. Ich finde, aber die Creeper-Köpfe hier sind zu viel des Ja. Guten, muss ich sagen. Also Das ist die haben, sinnlos. ja, die haben, die zerstören das ganze Bild so ein Ja, bisschen. und sowieso, es ist eigentlich keine Villa. Es ist auch keine Also Villa. nicht weder Zukunft noch Vergangenheit ist es eine Villa, Es die man ist auch gleich in der Inneneinrichtung sehen kann. keine Villa. Es sieht für mich eher aus wie so ein Tempel. Inneneinrichtung Ja. hast du gerade gesagt? Ja, Genau. vom Außen haben wir ja das so schon gemacht und dann, ja, Bauwerk von innen. Wie Ja, sieht das die Bauwerk zweite von Frage innen war, glaube ich, aus? mit außen, oder? Wie Hier wird die tropft das zweite ein Frage? bisschen. Zweite Frage wäre, wie sieht das Bauwerk von außen aus? Ja, das haben wir ja jetzt auch schon mit Ja, abgeklappert. mehr oder weniger. Ach so, apropos außen, kommt mal mit, bitte. Kommt mal hier oben rechts in die rechte Ecke, bitte. Meinst du den fliegenden Magneten? Ja, erstmal Magneten, zweitens die Ranken. Ey, die haben doch gar keinen Sinn da dran. Ne, die sind Was hat das überflüssig. Ding überhaupt für einen Sinn, dass nicht mal Es ein sollte Einranken hat? eigentlich wie in der Zukunft so ein fliegendes Schiff sein, was jeder hat und sowas. Aber das Ding ist einfach, warum die Ranken hier zerstören das Ding. Ohne die Ranken Ja. hätte das von mir auch noch vielleicht mal einen Punkt mehr gekriegt. Aber Ja. nicht mit diesen Ranken. Die Ranken haben Oder das auch Ganze das Ding komplett hier unten, zerstört. was soll das sein? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Was soll dieses Gebilde hier sein? Soll es eine Bombe sein, die sie abwerfen oder was? Käse, das ist Käse, sieht man doch eindeutig. Käse. Ja, Ja. Käse. Ui, hier ist sogar noch ein Gang scheinbar. Nee, da ist nichts drin. Das ist einfach nur so ein leerer Raum aus Eisenblöcken. Der Atomschutzbunker. Okay. Aha. Verständlich. Ja. Nee, also fand ich. Ja. Nee. Und wenn ich so ab und zu in den Aufnahmen von den anderen reinhuste, tut's mir leid. Ich bin immer noch erkältet. Man kann es Oh. verschmerzen. Ja, ich verkneif's mir die meiste Zeit. Ja, gut. Dann Ja, war in das eine nächste Richtung. müsste sein In innen eine Richtung. generell und dann die Inneneinrichtung, richtig? Also, wie sieht das Ja. Bauwerk von innen aus und wie ist die Innenausstattung? Also diesen Tunnel hier drin, den habe ich bis jetzt noch nicht kapiert. Ich Ich finde auch das so nicht. überflüssig. Wisst ihr, wie man da reinkommt? Ja. Ja, hier Innenraum irgendwo. über so eine Ja. Seite. Ich hab das anfangs nicht gecheckt. Ich habe mich erst gefragt, wie komme ich da rein? Muss man da wirklich im Kreativmodus über den Balkon hier reinfliegen?
Und bis ich dann irgendwann das gerafft habe, dass ich da hinten rein kann. Und dann frage ich mich auch, was ist das für ein Gebilde hier? Ein Brunnen, würde ich mal vermuten. Ich wollte gerade sagen, also das soll ein Brunnen sein. Das sieht aber auch noch ein bisschen brunnenartig aus. Naja. Es gibt schönere Brunnen, sagen wir mal so. Erstmal das und zweitens, ich hab's einfach nicht für einen Brunnen gehalten. Ja gut, aber man kann es noch erkennen. Ja, gerade so vielleicht, mit viel Fantasie und beiden Augen zudrücken, ja. Ja, aber man hätte das hier machen können, dass das hier nicht so wie so ein paar Zäune drumherum ist. Also es ist ein bisschen random zusammengeschustert. Ja, muss ich auch sagen. Ja, die haben aber auch recht wenig gearbeitet eigentlich, wenn man die Gesamtzeit mal zusammenrechnet. Also, oh ja. Die haben, glaube ich, insgesamt nur 6-7 Stunden oder so. Was für mich denn Pluspunkt wirklich war, war hier das 3D-Kino. Fand ich gut umgesetzt, wie sie das, also dieses 3D umgesetzt haben, fand ich ganz lustig. Dass sie da so ein Viech raus, also egal was es ist, es kommt nach draußen, es ist 3D. Fand ich schon nicht schlecht, aber zu wenig Platz. Ja, eindeutig. Ja, das hätten sie lieber den Gang hier rausnehmen können und da ein bisschen mehr reinmachen können. Ja. Oder wirklich den kompletten Gang hier dafür nehmen können. Man muss sich ja auch immer so durchzwängen und sowas. Also bei einer Villa denke ich an Platz. Ja, an vor allem Villa. An viel Platz. Das Einzige, was in dieser Villa ist, ist ein 3D-Kino und ein Badezimmer. Oh, nee. Ja. Wo sogar so eine Rhein-Pissoir ist, oder wie man das nennen soll. Das ist eine verdammte Pissrinne und ich sehe, in einer Villa habe ich noch nie eine Pissrinne gesehen. Nee, ich auch nicht. Vor allem, wofür? In der Villa wohnt normalerweise 1 bis 2, eventuell 3 Generationen. Das heißt, wenn es hochkommt, vielleicht 10 Leute. Ja. Wofür braucht man bei 10 Leuten eine Pissrinne? Eben. Ja, damit man nicht schreiben muss, du kannst in 5 Minuten erst. Ja. Ja, also ganz ehrlich, ich finde, die Punkte, die passen. Ja. Ja. Eindeutig. Und der Platz auch. Eindeutig. Wobei ich den nächsten Platz ein bisschen ungerecht verteilt finde. Wie bitte? Ach, nix. Nee, ich hab's nicht verstanden, weil ich mich gemütet habe und einmal richtig gerufen. Achso, weil ich den nächsten Platz ungerecht verteilt finde. Ja, das nächste, das stimmt wirklich. Also das fand ich auch ein bisschen... Ich finde das immer noch besser als diesen Tempel. Ja. Um ehrlich zu sein. Ja, also, und der zweite Platz ist nämlich unser Bauwerk hier hinten. Du meinst den fünften hier? Ja. Was habe ich gesagt? Der zweite. Ja, wir sind auf dem zweiten, definitiv. Nee, auf dem fünften, das ist das Gebäude von mir und Marcel und Kratech, also Don Marci hier, den Mexikaner. Italienischer Mafia-Boss, bitte. Don Giovanni, Don Canaglia. Mexikanischer Priester, so besser. Ach, leck mich am Arsch, ey. Los runter, los, komm. Mach dir Game-Mode raus, dann boxe ich dich ins Jenseits. Ich hab God-Mode an, kein Game-Mode. Gib mir auch God-Mode. Nein. Arsch. Dann geh in den Game-Mode. Los, komm in den Game-Mode. In Game-Mode. Ja, also, das waren 5,13 Punkte. Bisschen zu wenig. Bisschen unfair bewertet. Vor allem, wenn man bedenkt, dass manche den Aufwand mit 4 Punkten bewertet vier haben. 4 Punkte? Was? Also Aufwand stimmt, mit 4 Punkten? Ja, das war einmal die Fragen mal kurz zusammenkriegen. Das war einmal das Gesamtbild, das Thema, dann außen, dann innen, dann die Inneneinrichtung, den Aufwand. Nee, Kreativität. Stimmt. Kreativität. Dann den Aufwand. Also genau, ganz ehrlich, der Aufwand, und ne? Und dann den Aufbau des Bauwerkes. Ja, also Tobi, den Aufwand, ne? Den hat, da hast du 4 Punkte, Kreativität 2 Punkte und Rest 1 Punkt gegeben. Hä? Was? Bitte was? Ja, also, und da gab es mehrere Leute von, die so bewertet haben, was ich persönlich schon bald kränkend finde. Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Allein der Aufwand, wenn du dir die Kuppel ansiehst, ne? Die ist sowas von... Ja. Perfekt gemacht, so der Rohbau. Also du hast da ja wirklich lange dran gesessen, damit das auch vernünftig wie eine Kugel ist. Freitag ging ja drauf, nur für die Kuppel. Ja. Und Samstag habe ich halt die ganze Inneneinrichtung und jetzt heute noch ein bisschen dran gebastelt. Und das ist ja auch nicht das einzig Aufwendige. Ja. Und im Großen und Ganzen waren wir eigentlich die am meisten hier dran gearbeitet haben. Haben wir auch. Allein also die Kuppel war ja schon mega Arbeit. Allein Freitag waren die meisten schon off. Wir haben, glaube ich, bis um 10. 10, ja, 11 haben wir, 10, halb 11 haben wir zugange. Dann gestern ging der ganze Tag, das heißt, ja, für mich ganze Tag, Nachmittag bis frühen Abend, das heißt so 20 Uhr um den Dreh, ging da gestern noch drauf und heute auch noch 2 Stunden. Hm. Also, da ist genug Aufwand drin, deswegen kann ich das nicht ganz nachvollziehen, aber naja. Ja, ich auch nicht. Also,
Ich hab wirklich mit so dritten, vierten Platz habe ich wirklich gerechnet. Aber ich habe echt nicht mit dem fünften gerechnet. Ja, und dann noch Nee, mit mit so dem einer lausigen vierten. Punkteverteilung. Naja, könnt ihr einfach mal was zu sagen, weil ihr könnt das, glaube ich, ein bisschen besser sagen. So den Aufbau her, also die einzelnen Punkte eben kurz abgehen. Ja, entspricht das Bauwerk des Themas. Ja, würde ich schon so ein bisschen sagen. Ne? Gut, Future ist es, würde ich sagen. Gut, Villenstil, gut für meine Verhältnisse. Ja, klar, es ist groß, hast viel Platz, aber so ganz Villa. Also ich habe, glaube ich, bei dem habe ich, glaube ich, irgendwie 7 oder 8 Punkte gegeben. Ja, gut, aber da ist nämlich auch das größte Problem, weswegen ich auch verstehen kann, dass wir recht weit unten sind, vor allem wegen dem Punkt, weil also die meisten haben das, so wie jetzt hier gegenüber von uns, oder ihr, glaube ich, auch teilweise, und dies andere, der Platz 2 müsste das sein, haben halt wirklich Villa in der Moderne gesehen, das heißt so, wie die heutzutage aussehen Ja. und nicht Zukunft, und wir haben halt Ja, gut. wirklich ein bisschen rumgesponnen als Einzige wirklich, wenn man es Ja, mal gut, hast genau recht. nimmt. Das stimmt allerdings. Also, wenn es jetzt nach mir gehen würde, wären wir die Einzigen, die wirklich Zukunft gemacht haben. Also man hätte auf jeden Fall näher definieren. Ja. Aber Ferien, also hätte man besser aufstellen müssen. Da Ja. ist weit entfernt von Themen, die man sich da vorstellt. Ja, Zukunft ist auch so ein weites Thema, also. Ja, das hätte Ja, man weil es kann eingrenzen müssen. entweder halt Science Fiction sein, es kann Realismus sein, dass wir alle, nicht Realismus, Deprimismus oder Ist ja auch egal. Negativismus, wie auch immer sein, dass man halt unten irgendwo in der Erde leben muss. Theoretisch ein Hügel hätte ja auch eine Villa sein können in der Zukunft. Man weiß ja nicht, wie der wirklich in der Zukunft das aussieht. Ja. Sollen wir da mal so eine kleine Rundführung machen? Ja, wie sie weitergehen. Außen haben wir ja jetzt auch schon abgeklappert. Ja, von innen. Soll ich mal hier die Führung beginnen? Ja. Also im Großen und Ganzen, mal so kurz gesagt, hier außen haben wir eigentlich nur einen Park und das Schwimmbad mehr oder weniger als Platzhalter. Genau. Ja. Weil wir haben uns ein bisschen in der Zeit vertan. Ja. Sollen wir dann hineingehen, meine kleinen Freunde? Gehe Wenn er ihr hier rein hinein, wollt. führe er mich durch sein Gebilde. Wie man sieht, haben wir hier eine Eingangspassage. Man drückt auf den Knopf, es geht auf. Du gehst durch über die Druckplatte, es geht zu. Aua. Ja, man sollte nach und nach reingehen. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Hast es echt kaputt gemacht? Weiß nicht, würde eigentlich gehen. Nee. Jetzt. So. So. Ja. Den Wasseraufstieg war. Ja, wir besser als eine Treppe. Das sollte jetzt eigentlich so ein Lichtkegel darstellen, der dich dann hochbeamt. Ja. Darum Beam auch me up, hier Beam. die Lämpchen. Das ist halt die Aufstiegsstation. Da ich kaum noch Leben habe, fliege ich mal schnell hier hoch. Kommst du hier hinein? Und jetzt macht Tobi die weitere. Ah, cool, ja. Okay, ich bin Also, heile. eigentlich regulär war es gedacht, dass wir hier so eine kleine Treppe runter machen oder irgendwas. Deswegen hier auch mehr oder weniger der Hauptaufgang. Können wir eigentlich auch. Wird das Don Marci geben? Ich habe volles Leben. Ach so, weil du eben sagtest, na egal. Nee, ich Ja. wurde auf einmal geheilt. Ja, von mir. So, dann haben wir hier einmal ein hübsches Gästezimmer, was fast alle von uns auch abgeguckt haben, muss man dazu sagen. Also bei uns war das als erstes die Idee. Ja. Aber ist mir eigentlich auch egal. Ach, Ja, ist ja auch aber wurscht. halt Hat trotzdem Spaß klein, gemacht. beschaulich, kleiner Kleiderschrank nur. Ja, dann geht's hier einmal zum Gäste-WC. Ein Pissoir, das eines Genau. Kaisers würdig ist, mit einem Lokus. Ja, und diese hübsche Idee habe ich auch nachgemacht. Von, ja, genau, dem da. Von dem Trecken. Ja, gebe ich auch zu. Finde ich aber auch eine coole Idee eigentlich. Ja, da wäre ich Sieht man nicht zwar drauf öfters bei gekommen. YouTube, aber. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es von Spark of Phoenix abgeguckt. Ja, aber hier habe ich es halt von dir abgeguckt. Ja, eine kleine Küche, im Gegensatz zu den Küchen von den anderen, deutlich kleiner. Und Aber auch bescheuert, schön. beschaulicher. Ist auch schön, ja. Ja. Kleinen Kühlschrank. Warum kannst du die Tür. Das ist Das. gesichert. Egal. Ich frage mich auch gerade, Eisentür, warum kann ich. Wenn die gesichert sind, kannst du die aufmachen. Ach so. Ja, dann haben wir einmal eine kleine Chill-Out-Lounge, wo man nach dem Essen hier sitzen kann und Skat spielen kann und dicke Zigarre rauchen kann. Jawoll. Ja, dann hier einmal Mampfkuchen. Könnt ihr euch gerne bedienen, wenn ihr noch Mit Hunger einem habt. wunderschönen Kronleuchter aus Holz. Oh, ich habe Hunger. Nom.
Ja. Mom. Weg. Ja, ich habe halt Hunger, ne? Ja, hier noch so Terrassen, wo man so ein bisschen chillen kann, wenn es regnet. Ach so, das sind Oder was? Warte, ja. So, jetzt sieht man das auch oben. Ich habe die Umrandung eben gar nicht gesehen. Ist Ich das dachte, das andere im schwebt. Glas, ne? Ja, die habe ich nochmal schnell ausgetauscht, damit es ein bisschen hübscher aussieht. Dass es Ja, sich von der Kuppel geworden. selber Da kann man abhebt. halt so ein bisschen chillen, hier auf anderen Seite auch. Dann hast du hier noch ein Häuschen, einen Wohnbereich hingezimmert. Genau, das ist mehr oder weniger nicht nur, Ja, ja, so ein allgemeines Bad kann man sagen. notdürftig gewesen, weil wir halt gestern nicht mehr ganz so viel Zeit hatten und auch zum Schluss nicht mehr Lust haben. Wir hier einfach so Dusche, wo man sich dann hier so schön nackig hinlegen kann und trocknen lassen kann in der Sonne. Damit die nicht vorhandenen Nachbarn spannern können. Genau. Ja, zu dieser Seite sind ja keine Nachbarn. Deswegen Ja, ja. Deswegen ja nicht vorhanden. Ja. Man beachte auch dieses wunderschöne Gemälde beim Esstisch mit dem brennenden Totenkopf. Ach, hast du da doch noch eins hingemacht? Bei mir ist es einfach nur ein schwarzes Bretterregal, Bretterwand. Ich habe ein anderes Texture-Pack drin. Ja, Default wurde ja gesagt, deswegen. Donkey Kong! So, gehen wir mal hoch. Hier hat man so. Was mir auffällt, hier hätte eigentlich noch eine Überdachung rüber müssen, sonst kann man, während es regnet, nur nass runter. So, ist jetzt Egal, egal. aber hier ist das Schlafzimmer. So gesehen das Zentrum vom Ganzen. Hier kann man so eine Runde ratzen gehen. Ja, Ein Pissoir, was Pissoir, was wieder. ein bisschen sehr eng geworden ist. Egal, für eine Person reicht's. Mit diesem, alleine mit diesem wunderschönen Frei, also hier mit dem Fenster, wo man sich beim Pinkeln begutachten lassen kann, finde ich Ja. sehr schön. Warte, warte, hier, Don Masi. Ja. Warte. Achso, du bist draußen, warte mal. Ah, ja, schleck Ja, mal. dann war es eigentlich so. Ja. Ja, die Lampen hier hatten wir eigentlich auch gedacht, dass man die halt an- und ausschalten kann. Ja. Jetzt sind die dauerhaft an. Ja, ist so einfacher gewesen. Ich Genau. meine, mit Redstone habe ich schon im Keller mit der elektrischen Tür genug Zeit verballert. Ja, gut. Dann würde ich sagen, das war's eigentlich so. Ja, im Wir Großen haben jetzt auch Ganzen. genug Zeit damit verballert. Warum habe ich nur 30 Frames? Weiß ich nicht. Habe ich doch auch nur. Mach dich nicht nass. Normalerweise habe ich 100, 170. Ja. Wenn du nicht aufnimmst, vielleicht. Nein, wenn ich aufnehme, 100. Wenn ich nicht aufnehme, 170. Ist doch jetzt auch egal. Ja, gut, dann Es Platz fluppt 4 doch. mit 5,6 Punkten, was natürlich auch gar nicht so ein großer Unterschied ist, war L2. Das ist dies hier vorne. Was ich persönlich auch nicht verstehe.